Ja, hallo zusammen. Heute der zweite Teil zum Thema Quick-Tipps Hautfarben mischen. Habe ich irgendwo im YouTube mal entdeckt und natürlich wieder in Englisch. Ich übersetze es euch in Deutsch. Die Originalquelle verlinke ich unten in der Videobox. Ist im Prinzip so ein bisschen ähnlich wie Zorns Palette, also den Quick-Tipp, den ich vor 2 Wochen hochgeladen habe. Wir verwenden hier Eisenoxid Schwarz, Cyan oder Primärblau, Sienna gebrannt und lichter Ocker. Ihr seht, hier ist das zusätzlich Blau dabei, damit sind halt auch grünliche Farbtöne möglich. Was ich ganz angenehm finde an der Palette, die ist halt ein bisschen einfacher zu handhaben als die Zorns Palette. Da muss man zum Teil schon sehr, sehr exakt mischen und hier braucht man also nicht so super exakt sein und kriegt trotzdem ziemlich gute Hautfarben hin. Was mir auch an dieser Palette gefällt, dass man halt alle Hautfarben der Welt mischen kann. Wenn er auf YouTube mal nach Hautfarben mischen sucht, dann wird er dann nämlich häufig nur weiße Hautfarben finden und das finde ich irgendwie ein bisschen merkwürdig. So, okay, starten wir mit den rötlichen Hautfarben. Die erste Farbe ist immer die, von denen der er mehr braucht. Also wir brauchen jetzt viel Sienna gebrannt und geben dazu nicht so viel lichten Ocker. So, das wäre also die Ausgangsfarbe. Und jetzt gebe ich halt dazu Weiß. Im Prinzip eine klassische Farbreihe. Gebe noch mehr Weiß dazu. Dann noch mehr Weiß. Und wenn ich jetzt meine Hand daneben halte, dann sieht man zum Beispiel, dass diese Farbe schon sehr nah zu meiner Hautfarbe kommt. Ich habe gerade die Hände gewaschen, deswegen sind sie leicht rötlich. Und die Farbe könnte jetzt natürlich immer weiter mit Weiß aufhellen, beliebig, bis ihr halt Hautstellen damit malen könnt, die halt wirklich sehr intensiv angestrahlt werden. Auf der anderen Seite kann ich aber eben auch hingehen und kann diese Farbe nehmen und Schwarz dazu geben. Dann wird es leicht grünlich. Ist logisch, weil ja lichter Ocker mit drin ist und natürlich dunkler. Und dann gebe ich halt noch mehr Schwarz dazu. Ja, auch hier könnt ihr halt immer weitermachen, bis er beim reinen Schwarz landet. Ja, es finde ich wirklich sehr einfach. So, jetzt gibt es auf der Welt aber auch gelbliche Hauttöne. Ich würde mal sagen, bevölkerungstechnisch sind das die dominierenden Hautfarben. Ich weiß, wie viele Milliarden das sind. So, finden wir aber auch bei uns, je nachdem, wie die Lichtverhältnisse sind. Und da nehmen wir halt viel lichten Ocker und geben halt nicht so viel von dem Sienna gebrannt dazu. Schon eher so wie eine Hautfarbe, die man vielleicht kaufen kann. Und da machen wir jetzt das Gleiche. Wir geben also Weiß dabei und hellen das halt immer weiter auf. So, und da können wir natürlich jetzt auch Schwarz dabei geben, wobei als Effekt das natürlich ein wenig grünlich werden wird, also deutlich grünlicher als vorhin. Und das sind halt Hautfarben, die es auch bei uns gibt. Vielleicht habe ich das im ersten Video schon gesagt, dass bei Frauen die Hauttöne häufiger grünlich sind als bei Männern. Also da, wenn man mal genau hinschaut, je nach Lichtverhältnis, dann findet er halt diese Farbe dann viel öfters. So, man hat also hier auch eine große Variabilität von Hautfarben. So, und dann haben wir einen ganzen Kontinent mit dunklen Hautfarben, die man natürlich auch überall sonst auf der Welt findet, aber dort sehr konzentriert. Und das ist jetzt mal auch ganz spannend. Dann nehmen wir uns Sienna gebrannt und geben Cyan dazu. Ihr seht, es ist schon eine sehr dunkle Farbe, sehr natürlich dunkle Farbe. So, und die mache ich jetzt einfach nur immer weiter dunkel. Und die möchte ich immer weiter schwarz dazu mischen. Und das zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man das am Bildschirm erkennen kann, das ist eine äußerst natürliche Hautfarbe, das ist eben nicht schwarz, ja, sondern ja, so ein grünliches Schwarz. Und je nachdem, wie das Mischungsverhältnis ist, kann es sogar leicht ins Violette gehen. So, da bin ich hier schon ein bisschen, glaube ich, ein bisschen zu viel Schwarz dazu gemischt. Da habe ich jetzt gar nicht mehr so viele Möglichkeiten, noch dunkler zu werden. So, hier sind wir jetzt irgendwo an der Elfenbeinküste gelandet. Ja, ich hoffe wie immer, dass euch dieses Video ein bisschen weitergeholfen hat und dass ihr Spaß habt, das mal auszuprobieren. Also, was ich vor allen Dingen empfehle, sind halt diese Farbreihen. Ich glaube, ich habe dazu auch mal einen Quick-Tipp gemacht.
Und die mal aufzuheben, könnt ihr im Ordner abheften und dann nochmal notieren, wie viel Weiß ihr dazu gegeben habt zum Beispiel oder wie das Mischungsverhältnis gewesen ist. Und dann habt ihr das halt für später auch noch. Okay, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.